Hey Leute, überall auf der Welt gibt es gefährliche Speisen, die Stoffe beinhalten, die so giftig sind, dass sie bis zum Tod führen können. Wir zeigen euch heute daher 5 Gerichte, die wahrscheinlich eure letzte Mahlzeit wären. Viel Spaß beim Video! Beginnen wir mit Cassava. Was im Supermarkt unter dem schicken Namen Maniok verkauft wird, birgt eine mächtige Gefahr. Und die heißt Blausäure. Sie versteckt sich in dem ursprünglich aus Südamerika stammenden Gewächs und kann die Haut hellrot färben. Die Aufnahme von 70 Milligramm blausäurehaltiger Substanzen kann zu Vergiftung und zum Tode führen. Experten sprechen von einer tödlichen Wirkung ab einer Aufnahme von 1 bis 2 Milligramm Blausäure je Kilogramm Körpergewicht. Um den Tod von der Schippe zu springen, muss man die Frucht schälen und in Streifen schneiden. Dann ordentlich backen, braten oder durchkochen. Danach das Wasser wegkippen und schon ist es fertig. Kommen wir nun zu Casu-Masu. Gammliger Käse, Maden, scharfer Geruch. Die einen kennen sowas nur aus dem Reality-TV. Für die Sarden ist es Tradition und heißt Casu-Masu, zu Deutsch verdorbener Käse. Dieser Schafskäse reift so lange, bis Fliegen angeschwirrt kommen, Eier legen und sich Maden bilden. Sie kriechen in den Käse und wandeln ihn durch Verdauung um, wodurch er eine cremige Konsistenz und ein kräftiges Aroma bekommt. Beim Verspeisen, Festhalten und Durchatmen werden die lebendigen Maden mitgegessen, die wiederum den Verdauungstrakt angreifen und Mikroperforationen im Darm verursachen können. Der Käse darf inzwischen nicht mehr verkauft werden. Hartgesottene können ihn aber an manchen Orten auf Sardinien immer noch probieren. Weiter geht es mit Sanaki. Lebende Maden essen ist zwar ziemlich eklig, aber es geht noch schlimmer. Bei dem koreanischen Sanaki handelt es sich um lebenden Babytintenfisch, der in Stücke um Stäbchen gewickelt wird und noch zappelt. Die Nerven sind trotz der Zerlegung noch aktiv und lassen die Tentakel bewegen und die Noppen saugen. Diese Gaumenfreude lassen sich Feinschmecker dann den Rachen hinuntergleiten und laufen Gefahr, daran zu ersticken. Ganz abgesehen davon, lebende Tiere zu essen ist ohnehin ein absolutes No-Go. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Kommen wir nun zur Speise namens Fugu. Diese japanische Delikatesse besteht aus dem filetierten, rohen, frittierten oder gebratenen Muskelfleisch des Kugelfischs. Nur geübte Köche, die 2 Jahre in einem Fugu-Restaurant gearbeitet haben, können es mit dem Tierchen aufnehmen und ihn vor der Zubereitung die hochgiftigen Körperteile wie Darm, Rogen, Leber und teilweise auch die Haut entfernen. Während manche Japaner giftiges Fugu-Fleisch konsumieren, um einen Rausch zu erleben, ist die Einfuhr zum Verzehr nach Deutschland verboten. Bei uns schwimmt der Kugelfisch hinter einer dicken Glasscheibe in Zoo-Aquarien. Zum Schluss kommen wir noch zu den Holunderbeeren. Isst man die dunklen Beeren in Marmelade oder Gelee, dürfte es keine Probleme geben. Auch in der Homöopathie sind sie eher nützlich, denn schädlich. Doch die Blätter, Zweige und Samen des aus Mitteleuropa stammenden Holunderstrauches verursachen unter anderem ernsthafte Übelkeit. Kinder also lieber davon fernhalten. Welches dieser 5 Gerichte würdest du essen, wenn du eins essen müsstest? Schreib's uns wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.